Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Splinter Glory, heute mit Leicester City. Ganz oft von euch in den Kommentaren gestanden und von daher hoffe ich von vornherein auf euren Support. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und vor allem, ganz ganz wichtig, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und kommentiert auch weitere Vorschläge für eine SDG in die Kommentare. Des Weiteren, checkt gerne mal Instagram ab, Chris Lecher ist auch der Link dazu in der Videobeschreibung. Da müsste, wenn ihr das Video jetzt seht, entweder heute oder gestern der Beitrag zum Gewinnspiel rausgekommen sein. Ihr könnt einmal FIFA 20 für die PlayStation 4 gewinnen. Kommenden Sonntag wird dieses Gewinnspiel dann aufgelöst, also nur damit ihr da Bescheid wisst, ja. Ansonsten langes Intro, Facecam verschwindet, ich will es gar nicht länger ziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der STG. Leicester City Saison Nummer 1. Wir starten natürlich traditionell mit einem Vorbereitungsturnier. Wir treffen auf Başakşehir hier, auf Real Valladolid und auf Werder Bremen. Das Ganze mit folgender Formation von vornherein. Wir gehen im 4-3-3 halten in das Ganze und haben dann hier Madison, Wardy und Perez vorne drin. Wir haben Brat, wir haben Tielemans und ein Didi im Zentrum. Dann haben wir Chilwell hinten links zu Yunchi zusammen mit Benkovic in der Verteidigung, rechts noch Pereira und im Tor Kasper Schmeichel natürlich als Kapitän. Die restlichen Spieler im Kader seht ihr hier auf der Bank, da könnt ihr jetzt natürlich euch selber das Bild hier einfach mal machen. Ansonsten haben wir hier in der Breite auch noch ein sehr gutes Team und ich habe bereits mich auch um alle auslaufenden Spielerverträge gekümmert, um alle Verträge, wo eine Freigabesumme drin ist, denn die habe ich rausgenommen und wir haben 75 Millionen Transferbudget. Genau das will ich natürlich jetzt investieren und da werde ich mich dran setzen und stelle euch gleich alle Neuzugänge und natürlich auch Abgänge vor. Voraussichtlich ist die Transferphase für uns hier am Ende. Wir haben eingekauft, Hussein Aouar kam für 30 Millionen glatt von, ich glaube, Lyon, wenn mich nicht alles täuscht. Also da stehe ich aktuell auf dem Schlauch, aber Lyon muss es sein. Dann kam hier Andreas Christensen von Chelsea für 28. Dann kam Steven Bergwijn hier aus der Eredivisie für 43. Und David Neres kam von Ajax Amsterdam für 32. Also ihr merkt, zwei Spieler davon in der Offensive, einer aus der Defensive, einer aus dem Mittelfeld. Wir haben in jeder Reihe nachgelegt. Haben jetzt eine richtig gute Mannschaft, wie ich finde, die auch von der Moral richtig gut drauf ist. Denn drei Spiele, unter anderem bei Chelsea, haben wir alle drei gewonnen. Das nächste ist jetzt Bournemouth. Das sollten wir womöglich auch gewinnen können. Soyuncu richtig gut gespielt, leider verletzt, aber dann haben wir hier noch einen Benkovic. Aber Thema Soyuncu, genauso auch Chilwell, der wird aber schnell hochgehen. Heißt, das Team ist im Kollektiv wirklich nah an der 80+. Ist richtig gut aufgestellt. Wir haben uns auf einzelnen Positionen, wo ich Handlungsbedarf gesehen habe, haben das dann natürlich auch umsetzen können und das ist für mich ja immer das Wichtigste. Das Ganze aber natürlich auch nur möglich durch Verkäufe. Und die sehen wir hier im Hintergrund. Es ist Madison, der ist für 33,4 gegangen, Evans für 13, Albrighton für 10,5, Fuchs für 1,5, Mondi für 7,7, Morgan für 1,55 und das war's. Ja, vielleicht kommen jetzt noch ein paar Abgänge dazu. Das ist aktuell noch nicht sicher, aber da werde ich jetzt den Transfer Deadline Day erstmal runter simulieren. Vorher das Spiel gegen den AFC Bournemouth. Natürlich will ich euch das nicht vorenthalten. Wir starten rein. Live-Simulation, es wird ein 4:0 und Wardy trifft dreifach. Das ist unglaublich. Der ist in Topform, hat auch gegen Chelsea getroffen und jetzt schaut euch mal die Tabelle an. 4 Spiele, 12 Punkte. Eine richtig geile Momentaufnahme, wie ich finde. Wir haben keine weiteren Spieler mehr verkauft. Wir sind angekommen am 1. September und für uns heißt es, dieses Team, natürlich abgesehen von Verletzungspech, was wir aktuell haben, Soyuncu und Tielemans, begleitet uns in die Hinserie. Ja, wir haben hier keine Dreifachbelastung. Wenn man jetzt einfach mal die internationalen Pokale wegstreicht, gibt es natürlich den Carabao Cup, es gibt später den FA Cup und die Premier League. So gesehen sind es dann doch drei Wettbewerbe, aber ihr wisst, was ich meine. Wir treffen hier im Carabao Cup auf Cardiff City. FA Cup kommt ja eh erst ab der Rückrunde und international wollen wir die nächsten Jahre irgendwann spielen. Und um da hinzukommen, müssen wir nach vorne simulieren. Und deshalb heißt es, am 1. Januar schauen wir mal auf die Tabelle. Ich glaube, wir stehen da dann auf Platz 8. Wir sind jetzt im Winter angekommen und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es bis hierhin gelaufen ist. Es war ein bockstarker Saisonstart, aber ob wir das irgendwie ansatzweise so mitmachen konnten, sehen wir jetzt. Wir stehen mit, ja, 37 Punkten nach 20 Spielen auf Platz 5 und das ist richtig gut. Es ist deutlicher Rückstand natürlich auf die Champions League Plätze, aber ganz ehrlich, so hohe Erwartungen hatte ich bis hierhin auch nicht. Ja, wir haben überzeugt, wir haben wirklich richtig gut gespielt. 12 Siege, 7 Niederlagen, das geht komplett in Ordnung. Für die erste Saison ist das top. Wichtig ist natürlich, dass das Manager-Level aufrecht bleibt und das Team weiter Verbesserungen mit sich bringt. Und das hat es getan. Chilwell hat als nächster Spieler die 80, jetzt fehlt nur noch Soyuncu. Und ansonsten, wie gesagt, kümmere ich mich um Verträge und dann springen wir schon direkt ans Ende der ersten Saison. Die Saison, die Simulation zu dieser ersten Saison neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. United nochmal mit einem Heimspiel. Da schauen wir natürlich aufs Ergebnis. Das war, komm schon, 18. Mai. Da haben wir 1-1 gespielt. Tottenham zuvor 1-1 und Sheffield 3:0 gewonnen. Im Mai also nicht verloren. Platz 5 gefestigt und das mit 6 Punkten Vorsprung auf den FC Chelsea. Unter anderem eines der eigentlichen Top-Teams, der FC Arsenal, neben den Blues hinter uns gelassen. Vorne haben wir Liverpool mit über 100 Punkten. Dann die Spurs, United City und dann Leicester City. Also damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben in der Rückrunde tatsächlich nur eine Niederlage geholt. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, hatten wir zum Winter 7 Niederlagen und jetzt haben wir einfach nur noch eine dazu bekommen. Platz 5 heißt Europa League, heißt überragend und heißt womöglich auch mit ein bisschen Glück Chelsea
Champions League, wobei ich da nicht ganz sicher bin, wie das läuft, wenn ein englisches Team diese gewonnen hätte, ob dann der fünfte Platz nachrückt, da haben wir Atletico Real, also das hat sich erledigt, von daher auch gar kein Problem. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Saison mit erstmalig internationaler Beteiligung, vermutlich wird das auch Auswirkungen auf das Finanzielle haben und dann heißt es zu Yunchi upgraden, dass wir da auch in der Defensive die 80 plus haben und vermutlich auch Jamie Vardy, den will ich aber genauso wenig wie Schmeichel eigentlich verkaufen, weil das für mich zwei absolute Ikonen sind, auch gerade aus der Saison, wo man so überraschend Meister geworden ist. Die will ich bis zum Ende behalten, will aber dafür womöglich irgendwann früher oder später bessere Stammkräfte verpflichten. Jetzt aber erstmal Saison Nummer 2, da marschieren wir hin und dann schauen wir mal, mit wie viel Geld wir da auf jeden Fall Transfers tätigen können. Vorbereitungsturnier Leicester City, 9,5 Millionen mögliches Preisgeld, das ist das Maximum. Genau das wollen wir natürlich raushandeln, um dann auch dafür maximal investieren zu können. Wir treffen auf Lyon, Leverkusen und Bilbao. Ansätze in der Startformation sind die gleichen, Sturm, Innenverteidigung und vielleicht auch noch auf der Torhüterposition. 120 Millionen stehen zur Verfügung und da mache ich es gar nicht lang. Wir machen es richtig kurz, wir setzen uns an die Transfers und die gibt es für euch gleich im kompletten Überblick. Ihr seid gerade rechtzeitig zugeschaltet, Joey Gomez ist der letzte Neuzugang bei uns. Dieser ist jetzt dann auch perfekt und er hat uns ein bisschen was gekostet hier. Wir überweisen 37 Millionen, Eder Militao kam für ebenfalls 37 und Lautaro Martinez für 60 glatt. Unser bisheriger Rekordtransfer, der kam von der Nerazzurri von Inter Mailand und wird natürlich absolut neue Nummer 1 vorne im Sturm. Das ist unsere Startformation, 80 plus im Kollektiv haben wir jetzt erreicht und vor allem auch noch ein paar Spieler draußen, die natürlich auch nochmal ein Top-Potenzial haben hier, wie Christensen, Ward mit einer 74, gehe ich jetzt einfach mal mit ihm hier als Ersatzkeeper, ansonsten haben wir Jude Hurry, wir haben hier auch noch Brat, wir haben Perez, also eine richtig gute Mannschaft, wie ich finde und gerade die Offensive, die müssen wir vermutlich nicht mehr ausbessern, denn die Spieler werden sich hoffentlich in so weit verbessern, dass wir da gar keinen Handlungsbedarf mehr haben. Eine richtig geile Mannschaft, wie ich finde, das Geld ist in Ordnung, wir haben noch sehr viel Gehaltsbudget, was wir auch im Winter brauchen für vorzeitige Vertragsverlängerung und jetzt heißt es erstmal Transferphase hinter uns bringen und dann bin ich gespannt, gegen wen wir international ran müssen. Jetzt sehe ich hier gerade Carabao Cup gegen Lincoln City, ich weiß gar nicht, letztes Jahr bin ich glaube ich gar nicht drauf eingegangen auf die ganzen Pokale, das tut mir leid, aber wir sind auch nicht wirklich weit gekommen. In einem Pokal waren wir glaube ich im Halbfinale oder Viertelfinale, haben da dann gegen Chelsea verloren, hier war es ein guter Auftakt, Southampton gewonnen, Brighton dann verloren, aber United geschlagen und auch West Brom Albion, also richtig stark. In der Europa League treffen wir hier auf Legia Danzig, weiter geht's dann hier mit Fenerbahce und dann noch mit Standard Lüttich und zuvor, bevor ich das vergesse, natürlich noch alle Abgänge, denn da bin ich ja bekannt dafür, dass ich die nicht immer vorstelle. Amate, 8,7 Millionen, ist der einzige. Ja, ansonsten haben wir nur eingekauft und den einen Spieler verkauft und jetzt noch knapp 5 Millionen. Das geht komplett in Ordnung, ich speichere jetzt noch zur Sicherheit und dann heißt es, wir simulieren an den 1. Januar und schauen dann, wie es in der Europa League gelaufen ist. Ich bin gespannt, die erstmalige Beteiligung international mit der Europa League ist hoffentlich geglückt. Legia Danzig 3:1, dann Fener 3:0, Standard Liege 4:0, Liege im Rückspiel 1:1, Legia 3:0 und Fener nochmal gewonnen. Das ist beinahe maximale Ausbeute, was das angeht. 16 Punkte, 15:2 Tore, keine Niederlage. Runde der letzten 32 wartet der AS Monaco und das ist natürlich schon mal ein Brecher. Da werden wir aber nicht in die Live-Simulation gehen, um das Ganze halt einfach auch nicht unnötig in die Länge zu strecken. Carabao Cup war für uns Endstation im Viertelfinale gegen City. Die treffen jetzt auf Liverpool und neben den Spurs und Arsenal sind das richtig geile Mannschaften hier unter den letzten 4. In der Premier League stehen wir tatsächlich weiter auf Platz 5 und das ist richtig gut. Nur 4 Niederlagen, 49 Punkte und noch immer oben dabei bei der oberen Topgruppe. Ja, das ist City, Liverpool, Tottenham und United. Das ist unverändert zu der Vorsaison und wieder mal Arsenal und Chelsea aus den eigentlichen Top 6 hinter uns gelassen. Das Manager-Level ist auch gut. Es ist in Ordnung, ist jetzt nicht weltbewegend. Ich werde zur Sicherheit trotzdem mal speichern und das ist unser Team. Nächstes Jahr werden wir ansetzen und das auf der Torhüterposition und ansonsten Christensen, der kann jetzt eigentlich mal rein, weil der ist besser als Gomez und ja, ich bin zufrieden. Die Mannschaft ist richtig stark und jetzt hoffe ich halt einfach, dass wir die Rückrunde ähnlich gut und ähnlich erfolgreich dann auch über die Bühne bringen. Also ich war jetzt ganz kurz hier ein bisschen in YouTube vertieft und jetzt habe ich bis zum 17. Mai simuliert das letzte Spiel gegen Watford 3:0 gewonnen, gegen Liverpool verloren, gegen die Wolves ebenfalls, gegen Everton dann aber wieder gewonnen und dann sehe ich hier Lazio Rom im UEFA Europa League Finale, nachdem wir zuvor, das sehen wir hier, Schalke geschlagen haben, das Ganze mit 5:3 in der Gesamtwertung, im Viertelfinale aufgrund der Auswärtstorregel ebenfalls ein deutsches Team mit Leverkusen hinter uns, im Achtelfinale gewonnen gegen Gladbach, wieder ein deutsches Team und Runde der letzten 32, 2:1 gegen Monaco, es war oftmals denkbar knapp, wir haben es dann aber doch irgendwie hingekriegt und spielen jetzt gegen Lazio tatsächlich hier. FA Cup schauen wir ganz kurz drauf, da ist ja erst ab Winter immer die Beteiligung hier dann von beiden Seiten, Tottenham 2:0 verloren in Runde 6, das ist in Ordnung und in der Premier League heißt es Platz 5, bedeutet auch hier denkbar knapp hinter Liverpool und City, die beide über 100 Punkte knacken auf
aufgrund einem Punkt mehr gewinnt Liverpool diese Saison, diese Premier League und das das zweite Mal in Folge. Und wir könnten entweder Minimum nächstes Jahr mal wieder Europa League spielen oder wir gewinnen dieses Finale jetzt noch gegen Lazio. Dann spielen wir nächstes Jahr tatsächlich in der Champions League als fünftes zusätzliches englisches Team. Ich gehe da sehr optimistisch rein, weil ich sehe uns da als definitiv bessere Mannschaft in diesem Duell. Leicester gegen Lazio. Die hatten zuvor Milan, davor Lyon und jetzt heißt es Leicester-Lazio 0-1. Parejo verschießt einen Elfmeter und Goretzka trifft und damit müssen wir uns nächstes Jahr tatsächlich mit der Europa League nochmal zufrieden geben. Es ist einfach bitter, weil wir hier halt im Finale waren, einen unfassbar geilen Weg hinter uns dann auch gebracht haben und dann auch völlig zu Recht dastanden. Zugleich jetzt auch das Manager-Level im roten Bereich. Ja, wir haben eine bockstarke Mannschaft, so viel ist auf jeden Fall mal safe, aber wir müssen mindestens mal noch zwei Saisons dranhängen, wenn wir die Königsklasse gewinnen wollen. Ihr seht, wir sind bereits im September, der 2. September in der Liga. Naja, 4 Spiele, 6 Punkte, noch keine Niederlage. Und warum so viele Unentschieden? Aus folgendem Grund, wir hatten richtige Kracher. Arsenal unentschieden, Tottenham ebenfalls und Liverpool auch. Dann hatten wir hier Fulham, das hatten wir unter anderem gewonnen. Vorbereitungsturnier haben wir im Finale gegen Barcelona verloren. Und ansonsten geht's für uns jetzt weiter gegen Sheffield Wednesday. Und dann heißt es Sparta Prag, es heißt Celtic und es heißt auch den KRC Genk in der Europa League. Das Ganze mit einem veränderten Kader. Wir haben kein Geld mehr. Wirklich, es hat uns das letzte Geld gekostet. Es sind aber richtig geile Transfers. Lopez kam für 58 hier. Weiter geht's mit Longley für 82, 83 Trent. Weiter geht's mit Benkovic 25, 7. Pereira 57, 3. Neres geht für 96 Millionen. Dann ist Perez gegangen per Laie. Der wollte weg und ich wollte das Manager-Level aufstocken. 44 Millionen Didi zu Real. Dann 15, 2 Brat. Weiter geht's 60 für Christensen, 13, 9 für Chutebury und 108 für Fabian. Das ist der Rekordtransfer bisher von uns und 72,5 nochmal für Leon Bailey. Das war die Freigabesumme. Das ist unsere Mannschaft und die kann sich jetzt dann wirklich sehen lassen. 85 plus im Kollektiv, abgesehen von Ben Chilwell hinten links. Den wollen wir früher oder später auch noch verbessert haben. Aber für uns ist jetzt in erster Linie mal wichtig, dass wir die Champions League erreichen, denn das Team kann sich da definitiv sehen lassen. Noch spielen wir aber mal nur Europa League, beziehungsweise haben das gespielt. Ich hoffe, dass wir es auch weiter tun werden. Spartak Prag hier 2-0. Dann Celtic 1-0 gewonnen. Weiter geht's mit Genk 3-0. Immer noch ohne Gegentor. Das ändert sich auch hier nicht. Gegen Sparta auch nicht. Und gegen Celtic im Rückspiel auch nicht. Bedeutet, wir stehen tatsächlich zu 0 da mit der maximalen Punkteausbeute. 12-0. 18 Punkte. Runde der letzten 32 treffen wir hier auf KAA Gent. Und ansonsten schauen wir nachher auf Carabao Cup, FA Cup und auf die Premier League jetzt. Da stehen wir nur auf Platz 6. Das ist enttäuschend, aber wir haben nur 4 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea. Das müssen wir irgendwie wieder reinholen. Ist für uns bis dato, glaube ich, die schlechteste Position zum Winter, abgesehen von der ersten Saison. Ja gut, die Ansprüche sind deutlich höher. Wir wollen in die Champions League und deshalb gehen wir direkt ans Ende der jetzigen Saison in der Hoffnung, dass ich euch da mitteilen kann, dass wir unter den ersten 4 stehen. Die Saison ist zu Ende. Das letzte Spiel 5-0 gegen Fulham, davor 2-0 verloren gegen Burnley, Watford 5-1, Leverkusen hier verloren. Das Rückspiel, schauen wir mal ganz kurz auf die Gesamtwertung. Wir haben also da 4-1 verloren. Die treffen jetzt auf Inter. Dann im Viertelfinale hatten wir gewonnen gegen Monaco 3-1, im Achtelfinale 5-1 gegen Frankfurt und davor war es, glaube ich, auch deutlich 5-1 gegen Gent. Genau. Schauen wir ganz kurz auf den Carabao Cup. Da weiß ich nicht, wann für uns Endstation war, aber wir gucken ganz kurz rein. Runde 3 haben wir verloren zu Hause. 4-1 gegen die Reds. Weiter geht's dann hier. Schauen wir auf den FA Cup. Der ist auch ein Stück weit wichtiger, aber auch hier sehen wir uns nur in Runde 5 ebenfalls Liverpool. In der Premier League stehen wir auf 3 und damit nächstes Jahr endlich mal in der Champions League. Wir haben gut abgeliefert. 28 Siege. Das geht komplett in Ordnung. Wir schießen die meisten Tore in der Premier League, kassieren dafür aber auch nicht gerade wenig. Aber gut, ist völlig egal. Wir spielen nächstes Jahr Champions League. Das war das Wichtigste. Und da setze ich mich jetzt dran an die ganzen Transfers und stelle die euch jetzt direkt wieder im Anschluss ohne Unterbrechung vor. Ich habe mich doch nochmal anders entschieden, ja? Ich melde mich jetzt direkt in der nächsten Saison. Wir haben 150 Millionen Vorbereitungsturnier. Ja gut, da müssen wir ran gegen Sydney, Atletico Madrid und den FC Bayern München. Aber das ist alles nebensächlich, denn ich will eigentlich nur noch einen Transfer tätigen. Und das ist auf der Position, wo wir am meisten Handlungsbedarf haben. Und das ist die Torhüterposition. Und da verhandle ich gerade mit dem FC Barcelona und Marc-André Ter Stegen. Und hier ist der Deal. 92er Gesamtrating, 120 Millionen. Nehmen wir natürlich an und das ist also unsere neue Nummer 1. Unser Team steht also, das kennt ihr ja, unverändert also im Vergleich zur Vorsaison, abgesehen natürlich jetzt vom Keeper. Und auch in der Breite sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Lopez ist nämlich noch immer nicht bei 100%, wird jetzt also unser Ersatzkeeper und weiterhin Wadi bei uns noch als Ersatzstürmer auf der Bank. Das ist richtig geil. Das wollte ich auch und deshalb freut mich auch, dass er jetzt noch dabei ist. Das ist das erste Mal Champions League, abgesehen nach der Saison, wo sie natürlich Meister geworden sind, aber für uns das erste Mal, wo er noch mit dabei ist und ich hoffe, dass wir hier ins Finale kommen, denn genau da will ich mit Wardy hin und mit dieser Mannschaft und ich bin gespannt, wer bei uns die Gegner sind. Die Gegner stehen fest, wir treffen auf Dynamo Zagreb, auf den SSC Neapel und zu guter Letzt hier auf Club Brügge. Ich denke, eine machbare Aufgabe hier in der Champions League Gruppe,
gemessen daran, dass wir mittlerweile eine bockstarke Mannschaft haben. Wir gehen in den Winter und hoffen, dass wir da natürlich unter den ersten zwei gestanden haben in der Gruppe, um dann natürlich in der Rückrunde noch immer in der K.O.-Phase vertreten zu sein. Wir sind jetzt hier gleich am Winter angekommen. Der 1. Januar wartet und wir schauen direkt mal zurück. Das erste Mal höchste internationale Spielklasse begonnen mit einem 5-0. Natürlich das erste Mal vorausgesetzt bzw. gemessen daran an der Trainerzeit jetzt von uns. Natürlich war Leicester City schon mal Champions League, aber jetzt, ihr wisst, was ich meine. Dann Napoli 2-1 gewonnen. Das Rückspiel bzw. das letzte Spiel von den Hinspielen gegen Brügge 3-1. Brügge dann nochmal 3-1. Zagreb 2-1 und gegen Napoli dann 1-0 verloren. Allerdings sind wir natürlich völlig souverän oben mitmarschiert. Das gleiche aber auch Neapel. Die haben 5 Spiele gewonnen, nur 1 verloren, wie auch wir. Und aufgrund dem direkten Vergleich, warum auch immer, stehen wir nur auf Platz 2 und treffen direkt auf den FC Barcelona, während Neapel auf Bayern trifft. Das nimmt sich vermutlich nicht ganz so viel. Schauen wir auf die Premier League, da stehen wir auf Platz 1. Noch keine Niederlage und jetzt wartet der FC Barcelona. Und genau das ist der Stichpunkt. Da gehen wir nämlich direkt als nächstes hin. Gegen den FC Barcelona starten wir also rein. Unser Team ist in Bestbesetzung. Marc-André Ter Stegen trifft auf die ehemaligen Mannschaftskameraden. Und was liefern wir hier plötzlich ab? 3-0, Doppelpack Tielemans und Steven Bergwijn treffen. Für Barca trifft niemand. Und das, obwohl Coutinho, Rashford und Messi in der Offensive waren. Also die waren hier in Bestbesetzung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann kloppen wir da ein 3-0 raus und stehen eigentlich schon mit beiden Beinen sicher im Viertelfinale. Camp Nou und wir auswärts. Das Team ist in Bestbesetzung, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt auch weiter so. Wir wollen ins Viertelfinale und das machen wir hier locker easy, klar. Wir verlieren zwar mit 1-0. Philipp Coutinho ist der Torschütze. Verzeiht mir hier die Nachricht. Das ist leider ein Bug bei mir. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber in der Gesamtwertung ist es ein deutliches 3-1. Leipzig, Leicester, die haben PSG geschlagen, aber in keinem Spiel, sondern nur aufgrund der Auswärtstorregel. Und die wollen wir hier eigentlich dann auch schlagen. 3-1. Bailey doppelt und Aua trifft. Also 3-1 in Leipzig. Das ist schon bockstark. Und zu Hause sollte da normalerweise nichts mehr schiefgehen. Denn wir wissen alle, die Sachsen bräuchten 3 Tore, wenn sie zu 0 spielen, um überhaupt weiterzukommen. Wenn wir einmal treffen, bräuchten sie sogar 4, um ja der Verlängerung aus dem Weg zu gehen. Ihr wisst sicherlich, was ich meine, aber das ist bärenstark und wir stehen auch hier wieder kurz vorm Einzug in die nächste Runde, wo wir natürlich hinwollen. Das wollen wir natürlich jetzt dann auch fix über die Bühne bringen und deshalb heißt es hier Leicester-Leipzig-Rückspiel also bei uns bei den Foxes. Es wird ein 4-1, doppelter Bailey, einfacher Martinez und nochmal einfacher Bergwijn. Parallel schlägt Dortmund den Real Madrid tatsächlich ein, den der Favoriten natürlich. Ich kann nicht mehr reden, es ist in der Gesamtwertung auf jeden Fall ein 7-2 und es ist noch souveräner als zuvor gegen den FC Barcelona. Jetzt bin ich gespannt, wer im Halbfinale wartet. Wir stehen unter den letzten 4. Jetzt kommt Atletico Madrid, eigentlich ein Angstgegner von mir, ja. Gegen die scheide ich so oft aus, beziehungsweise, wenn wir jetzt einfach mal abgesehen von einer Saison betrachten, wo wir nicht direkt die Champions League gewinnen, dann ist Atletico immer so ein Angstgegner von mir. Inter Mailand und Napoli haben sie zuvor geschlagen, aber gegen Neapel auch unter anderem mal verloren gehabt. Ich hoffe, dass wir das hier wiederholen können. Es wird ein 1-1. Tielemans hat einen zweiten Elfmeter noch verschossen, das wäre so wichtig gewesen. Aber so ist es das 1-1, es ist das wichtige Auswärtstor und auch so eine Ausgangslage, mit der wir durchaus leben können. Machen wir den Einzug ins Champions-League-Finale perfekt? Ich hoffe doch, ja. Leider gibt es ja nicht mehr die ausführliche Live-Simulation. Es wird direkt übersprungen und es wird souverän. Doppelpack Martinez und wieder Juri Tielemans, der auch so goldwichtig geworden ist. 3-1 also hier in der Gesamtwertung und in der Liga sind wir ebenfalls auf einem weiteren Rekord. Wir stehen jetzt schon bei 101 Punkten. Ich weiß nicht, was der Rekord war. Letztes Jahr hatte, glaube ich, City 102, wenn mich nicht alles täuscht. Es kommt jetzt noch Cardiff daheim, es kommt dann noch Liverpool, es kommt Burnley. Nochmal die Reds also im FA Cup Finale und dann der FC Barcelona, wollte ich schon sagen, der BVB im Champions League Finale. Wir wollen natürlich vorher den Werdegang wissen in allen nationalen und auch internationalen Pokalen bzw. Wettbewerben. Die Reds jetzt hier, da wollen wir natürlich die Revanche. Halbfinale gewonnen gegen Everton, davor Manchester City geschlagen, davor gewonnen 3-0 bei Chelsea, Runde 4 gewonnen gegen Southampton, Runde 3 2-0 gegen United. Also wir hatten tatsächlich wirklich die Creme de la Creme bei uns, in der Premier League natürlich auch, aber da setzen wir uns durch ohne eine einzige Niederlage. 108 Punkte auf Platz 1. Ich weiß gar nicht, Arsenal hat das, glaube ich, mal geschafft, als einziges Team ohne eine Niederlage durchzumarschieren. Nach dem neuen FIFA-Patch ist das dann, denke ich, auch verhäuft hier möglich. Wir haben 107 Buden, damit stehen wir auf Platz 2 hinter City, aber nur 12 Gegentore in 38 Spielen. Das ist ein Schnitt, da bekommt man alle, ja, knapp 4 Spiele mal ein Gegentor. Das ist atemberaubend, ja. Carabao Cup schauen wir natürlich auch noch ganz kurz drauf. Da hat Liverpool im Elfmeterschießen gewonnen gegen City, nachdem wir zuvor ausgeschieden sind beim FC Burnley. Champions League, da ist der Werdegang natürlich auch noch wichtig gegen den BVB. Die hatten gewonnen gegen Chelsea. Unserer ist ja bekannt. Davor haben sie gewonnen gegen Real Madrid und davor gegen Valencia. Also, das ist ein Duell auf Augenhöhe, aber das war von vornherein ja absehbar. Jetzt heißt es FA Cup Finale, bevor es also in die große Königsklasse geht, in das große Finale. Liverpool-Leicester 0-4.
Sag mal, habt ihr sie noch alle? Martinez Doppelpack, Thielemanns Doppelpack, das ist der FA Cup, hallo, und das ist kein irgendein Lulli-Team, das ist der FC Liverpool. Und die stehen hier nicht zu Unrecht im Champions League, im FA Cup-Finale und auch davor in der Champions League und haben auch nicht zu Unrecht letztes Jahr noch immer gegen uns hoch gewonnen. Und dann gewinnen wir hier 4-0, aber auch dank Juri Thielemanns, weil was der hier abreißt, das ist eine Frechheit. Wir haben jetzt schon das Double und wir können jetzt, wenn wir den BVB noch schlagen, was ich natürlich hoffen will, zum einen natürlich noch die Torjägerkrone für Juri Thielemanns holen. Das wäre für einen zentralen Mittelfeldspieler für mich das erste Mal auch. Hatte ich so noch nie. Und wir könnten zudem auch noch das Triple perfekt machen. Das wollen wir natürlich tun und schauen direkt mal auf die Startformation von uns, bevor wir dann auf die von Dortmund schauen. Wir können tatsächlich aus den Vollen schöpfen. Aber sag mal, was hat unser Team hier für eine Entwicklung bitte hingenommen? Old Trafford, das ist für uns ja eigentlich schon fast ein Heimspiel. Wir bleiben in England. Bergwijn 90, Martinez ebenfalls, Fabian Aua hat eine 93. Genauso auch Ter Stegen. Was ein Team. Gut, dann ist es schon fast erwartungsgemäß, dass wir hier stehen. Jetzt wartet Dortmund und folgende Startformation. Hier ist die Startformation des BVB. Lucien Favre ist der Coach. Griezmann, De Bruyne, Sancho, Brandt, Milinkovic, Savic zusammen mit Delaney, Tejes, Tarugani, Cavarral und Roman Bürki. Was ist das bitteschön für eine Mannschaft? Die ist wirklich bärenstark und es ist auch mal wieder sehr viel Individuelles mit dabei. Wir hier traditionell in Blau und Weiß, der BVB traditionell in Schwarz und Gelb und wir von links nach rechts werden Anstoß Old Trafford, Heimspielstätte von Manchester United. Da wollen wir natürlich als englisches Team umso mehr repräsentativ sein. Und genau das wollen wir natürlich hier umsetzen. Wir starten direkt mal mit dem ersten Angriff über Leon Bailey Außenbahn. Und dann ist der da vom Tempo vorbei an Cavarral. Hat noch die Übersicht im Rückraum. Und das ist die erste richtig gute Chance in Minute 5. Das könnte durchaus schon das 1-0 sein. Die darauffolgende Ecke getreten von Juri Thielemanns, den bisherigen Top-Torschützen in der Champions-League-Saison mit 10 Treffern als Mittelfeldspieler. Das muss man sich mal vorstellen. Hier ist er wieder, Juri Thielemanns. Der zieht hier an allen vorbei. Jadon Sancho versucht hier mit in den Zweikampf zu gehen. Thielemanns hat dann aber die Übersicht und sucht oben den nächsten Spieler. Und das ist schlecht von Cavarral. Riskantes Einsteigen. Und das ist aber nochmal gut gegangen. Das aber nicht mehr. Oder doch. Riesenchance. Leon Bailey. Den muss er eigentlich machen. Roman Bürki hat da keine Chance, noch irgendwie an den Ball zu kommen. Und dann müssen wir das eigentlich machen. Nächste Chance, wieder Anlauf, wieder Mitte, diesmal Tor. 11. Spielminute, es ist diesmal Leon Bailey. Und die zweite Chance nutzt er, weil Dortmund nur zuschaut und gar nichts macht. Das ist ganz, ganz schlecht verteidigt. Zuvor schon ist Bürki da. Gut, da kann er nichts machen. Ja, der unterschätzt das Ganze ein bisschen. Und dann schießt halt Bailey mit dem schwächeren Rechten den Ball an den Pfosten. Aber wir bleiben dran. Und es sah gerade aus, als würde Bürki hier heulen. Hier, nächste Chance. Das war bockstark gespielt. Raus hier auf Lautaro Martinez. Wieder starke Hereingabe. Und wieder sind sie nicht nah genug an den gegnerischen Spielern. In dem Fall kann es uns aber recht sein. Leon Bailey, Minute 11, sein 6. Tor in dieser Saison. Jetzt nochmal der BVB. Das erste Mal gefährlich. Fragezeichen. Vielleicht machen sie ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist nicht so schlecht gespielt. Wir müssen jetzt in den Zweikampf kommen. Milinkovic-Savic, das ist Thomas Delaney. Das ist ein Distanzschussversuch. Wir bleiben weiter dran. Ball ist dann hier aus der Rückenlage geschossen von Kevin De Bruyne. Ist natürlich so kein Problem. Allerdings Fehler im Aufbau und das könnte sich rächen, Julian Brandt. Wir sind dazwischen mit ganz, ganz viel Glück. Also der BVB am Anfang komplett untergegangen. Ja, da ging wirklich gar nichts. Jetzt aber ändert sich das Ganze. Sie kommen besser in die Partie. Das müsste kein Abseits sein. Hier von Steven Berg und dann die Übersicht, wieder flach rein Martinez, diesmal ist er da. Roman Bürki, 22. Spielminute, den habe ich schon drin gesehen. Bockstarke Hereingabe, aber dann auch noch eine umso bessere Parade vom Schweizer Nationalkeeper. Ja gut, den muss er nicht unbedingt halten, vielleicht wird er auch ein Stück weit angeschossen, aber Martinez muss so eine Kugel eigentlich versenken. Thielemanns, der Kapitän, der baut hier von hinten auf. Ja, das ist so gut, was der macht. Also ich kann mich nur immer wieder wiederholen. 10 Tore als Mittelfeldspieler. Leon Bailey, der zieht hier auch komplett an. Selbstvertrauen over 3000 nach diesem Tor. Leon Bailey, 2-0! 29. Dortmund, schaut nur zu. Da müsste man Eintritt verlangen. Leon Bailey vorbei an 3-4 Mann. Und dann konzentrieren sie sich alle nur auf den Jamaikaner. Und der mit der Hereingabe, Lautaro Martinez, verpasst zuerst eigentlich noch. Aber dann ist es Fabian. Gut, das ist ein spitzer Winkel, aber die Qualität hat er. Bürki ohne Chance. Ja, das ist zu einfach. Leicester 2, Dortmund 0. Und das geht in der Höhe absolut verdient. Und Fabian markiert seinen ersten Champions-League-Treffer in der laufenden Spielzeit. Es ist... Nee, nein, ich muss mich hier jetzt zusammenreißen. Ja gut, er geht hier zwar nur in die Beine, das sollte aber ein taktisches Foul sein. Was ist es? Es ist eine Glattrot vom Ref. Und dem gebe ich nachher so eine Kopfnuss dann, wenn ich hier in der Kabine bin. Also bin ich natürlich nicht, aber wenn ich das wäre, was ist das denn? Ja, also, das war ja alles, aber keine rote Karte. Das ist ein Scherz. Und da bleibe ich auch dabei. Das Foul ist unnötig, ja gut, aber Sancho war halt eben schneller und ich musste das taktische Foul ziehen. Aber dass es da rot gibt, nee.
katastrophal und so kommt Dortmund vielleicht nochmal wieder ran. Jetzt sind sie in Überzahl und das über eine ganze Halbzeit. Könnte das Ganze jetzt bis hierhin auch spielerisch ausnutzen. De Bruyne auf Sancho, aber der Pass ist schlecht und damit heißt es jetzt gleich nach 3 Minuten angezeigter Nachspielzeit sollte das gleich zu Ende sein, außer wir können nochmal diesen Konter fahren. Trent Alexander-Arnold, der Schiedsrichter muss das jetzt noch laufen lassen. Oben haben wir hier Lautaro Martinez, der nimmt den so gut mit. Lautaro Martinez, oben ist Steven Bergwijn und dann ist es das 3-0 und das ist das Karma dafür, dass es hier die rote Karte gegeben hat und dass vielleicht auch ein Stück weit Schadenfreude da war. Ja, vorne nicht genutzt, ein lupenreiner Konter und damit heißt es 3-0 und auch Steven Bergwijn trägt sich hier in die Torschützenliste ein. Das war ein katastrophales Abwehrverhalten hier von Mann mit der 26, das könnte Jonathan Tah gewesen sein. Ja, das ist zu einfach, Bergwijn macht ihn natürlich auch wieder mit verbundenen Augen und 3-0 zur Pause. Ja, das ist ein Armutszeugnis für den BVB. Das muss sich natürlich jetzt zur zweiten Halbzeit ändern. Nur für die deutsche Mannschaft in dem Fall, für die englische, das sind wir, das ist Leicester City, kann das alles genauso weiterlaufen, wie es bisher läuft. Ja, wir sind bockstark in den Zweikämpfen, wir lassen gar nichts zu, wir sind richtig gut dabei, wir pressen, wir sind aggressiv und das Ganze auch, abgesehen von der roten Karte, in einem fairen Bereich. Und ja, führen 3-0 und das auch in der Höhe völlig verdient und jetzt zaubern wir hier auch noch. Der Ball ist dann aber ein Stück weit zu steil, um den noch für Leon Bailey zu erreichen. War zudem auch abseits. 40 Minuten für Dortmund, ja, zum einen positiver Grund, sie sind in Überzahl. Negativ gibt's aber sehr, sehr viele Gründe und die Hoffnung ist daher auch sehr gering, dass sie hier nochmal zurückkommen. Boah, das ist Ben Chilwell, der Mann, der als einziger aus dem eigenen Kader nochmal übrig geblieben ist. Scheitert hier erst an Bürki, dann aber Lautaro Martinez, ja, und das ist auch eine coole Geschichte, die wir gerade erst wieder auferlebt haben, denn Ben Chilwell, wie gerade angesprochen, der einzige Spieler, der von dem Anfangskader bis zum Ende dabei geblieben ist, hier ist er mit aufgerückt, hier scheitert er mit dem starken Fuß noch, mit dem starken Linken an Bürki, aber dann ist Tat zu spät. Lautaro Martinez ist da und das heißt 4-0, aber nicht nur das, es heißt jetzt auch, dass eine Legende in die Startformation reindrückt, der wird jetzt eingewechselt. Doppelter Wechsel bei uns, Bailey geht, Jamie Vardy kommt, Fabian geht und Perez kommt, hier kommt Thorgan Hazard, ja gut, ein 4-0, das holen die nicht mehr auf, aber für mich war es wichtig, dass ein Jamie Vardy nochmal eingewechselt wird. Eine absolute Legende. Ja, wenn man an Leicester denkt, dann denkt man auch immer an Jamie Vardy, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich liebe den Typ und auch hier nur noch mit einer 76 ausgestattet. Dennoch haben wir immer auf ihn als Ersatzstürmer gesetzt und das genau kriegt er jetzt auch zurückgezahlt. Das hier in Saison Nummer 4, das Champions League Finale, das ist für ihn natürlich auch ein unfassbares Erlebnis. Ja, abgesehen von der Überraschungsmeisterschaft ist das bis hierhin wahrscheinlich das größte Erlebnis von ihm. Noch geiler wäre es natürlich, wenn wir mit ihm auch noch ein Tor schießen würden. Der riskante Pass von Martinez ist allerdings nicht angekommen. Und was mir gerade auffällt, Ben Chilwell war gar nicht der Einzige, denn Juri Thielemans, der ist ja natürlich auch vom Anfangskader mit dabei, aber Ben Chilwell, Stichwort, hier ist er wieder, in der Mitte ist Jamie Vardy, Ben Chilwell, Jamie Vardy, der steht und er trifft! 69. Spielminute, 5-0 Leicester! Und das sieht aus wie eine Amateurmannschaft. Da ist der Jubel. Jamie the Monster Vardy 5-0. Aber da gehören ja 90% Ben Chilwell, weil was der hier abliefert. Ja, und Dortmund schaut nur zu. Natürlich will man hier kein Risiko eingehen und Elfmeter verursachen. Aber 5-0. In Unterzahl und ich spiele auf Ultimativ. Ich habe es anfangs extra nochmal abgecheckt. Natürlich sind die Regler alle auf Standard, aber trotzdem, da muss ich was tun, weil das ist viel zu einfach. Lautaro Martinez, Seitenwechsel, Dortmund aufgerückt und da ist Steven Bergwijn und eigentlich hat er die Qualität hier. Zurück auf Perez, Seitfalls hier. Der Ball ist allerdings abgefälscht und Rugani ist jetzt eingeblendet. Es gibt Elfmeter. In der 80. Spielminute gibt es hier Elfmeter für Leicester City. Fragt mich nicht warum. Ist das hier ein Foul gewesen an Perez? Wir schauen nochmal drauf. Nee, nicht unbedingt. Keine Ahnung, vielleicht war es Hand oder sonst was, aber ich hätte das hier nicht gegeben. Elfmeter aber sind nicht gerade meine unbedingten Favoriten. Ja, wir schauen nochmal drauf. Thielemans, der Ball ist nicht drin. Ja, Bürki, aber das war ja auch ein katastrophaler Elfer. Aber in der Situation können wir da natürlich drüber lachen. Eigentlich muss der natürlich viel besser kommen, aber trotzdem. Gut, hier heißt es 5-0, hier heißt es Dortmund schaut weiter nur zu und kommt gar nicht klar auf unser Spiel. Ja, das ist aber auch wirklich gut. Jetzt müssen wir es irgendwie nochmal schaffen. Gefährlich, Mitte, nein, es gibt nochmal Eckball. Ja, knapp 6 Minuten regulär. Wir werden das letzte Mal wechseln. Joey Gomez kommt rein für Trent Alexander-Arnold. Daniel Carvajal geht bei der Borussia. Die werden aber da vermutlich positionsgetreu wechseln. Flanke ist gar nicht so übel. Der Kopfball auch nicht. Aber gut, 5 Minuten sind es jetzt noch regulär. Ich glaube nicht, dass hier noch was passieren wird. Zumindest nichts mehr, was den Ausgang dieser Partie irgendwie ändern könnte. Ja, ob jetzt 5-0 oder 5-1 oder von mir aus noch ein 6-0, das ist relativ egal. Es war eine Machtdemonstration. Es war für Dortmund eine absolute, ja, es war ein Warnruf. Ja, weil so kann man nicht weiterspielen. Jetzt kommen sie aber über Kappa, der ist gerade eingewechselt worden. Ball raus, Balltor.
5-1, 90. Spielminute, der Torschütze mit der 34, das könnte Kevin De Bruyne sein, schauen wir gleich nochmal drauf, nee, es ist Jakub Brun-Larsen in Minute 90 mit seinem ersten Tor, also auch er wie Fabian zuvor bei uns mit seinem ersten Treffer in der Königsklasse, gut, ein 5-1, naja, verdient haben sie das jetzt nicht unbedingt, aber das war natürlich hier geschuldet eines Stellungsspielsfehler und jetzt nochmal Jamie Vardy, das wäre natürlich nochmal eine Geschichte, wenn der sich hier nochmal durchtanken würde, Jamie Vardy bleibt dran, es gibt hier dann vermutlich nochmal Eckball, nee, es gibt Abstoß, okay, das wird aber die letzte Aktion sein, es war jetzt ein sehr langes Commentary, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich das hier nicht abreißen lassen wollte. Der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund und beendet diese Partie jetzt zur 14. Minute der Nachspielzeit. Die Fans jubeln und das völlig zu Recht, 5-1 Leicester City und das ist in der Höhe absolut in Ordnung und das ist wirklich erschreckend aus Sicht von Dortmund. Juri Thielemans ist der Kapitän und daher auch der letzte Spieler, der hier aufs Podium läuft, der Kapitän und zugleich auch Top-Torschütze in der diesjährigen Saison. Ja, das ist natürlich unglaublich, belgisches Top-Talent und umso geiler, dass er der Kapitän ist und auch jetzt den Henkelpott in die Luft tragen darf. Wir sind also am Ende dieser Sprint to Glory angekommen. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir das Ganze gerne in Form von einer positiven Bewertung unten da, genauso auch einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein und ciao!